Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 16.12.2020. Damit ein paar Tage bevor ein großer Hexensabbat ansteht. Es haben ganz viele darum gebeten, dass wir dazu auch mal was sagen, aber ich glaube, wir müssen erstmal zu was anderem was sagen. Denn das Bild, das holen wir immer zu einem bestimmten Anlass raus. Und zwar, wenn der DAX einfach alle vor sich her schiebt. Also, hier zum, was haben wir denn? Dienstag war auf jeden Fall. Ja, wie soll man das sagen? Es war ein Bärenschlachten. Also, hier, man hat wirklich wie an kaum einem anderen Tag gemerkt, wie schwer das den Leuten gefallen ist. Selbst ich habe mich schwer getan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Insbesondere nachdem man am Anfang da relativ zügig durch die Range durchgestiegen ist. Ich hatte da mit deutlich mehr Seitwärtshandel gerechnet, also hier so zwischen 200 und 300. Da ist er ja schnurstracks durch und dann erschien mir das schon recht viel. Hätte dann erwartet, dass er vielleicht nochmal reintritt, hat aber gar nichts dergleichen getan. Und man konnte rechts und links und überall das AUVAX-Sentiment, egal wo sie geguckt haben, Gruppen, Foren, überall, konnte man nur lesen, Short, 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 jetzt aber nochmal ausbauen, Short, Short, Short und Short. Ganz selten dazwischen mal Long-Positionierung zu finden, etc. Also hier haben wirklich alle mit dem Kopf dagegen gestanden. Ich weiß nicht, ob es am Wetter gelegen hat, aber da hat es viele zu Handelsweisen gezwungen, die sie sonst nicht an den Tag legen. Und damit hat der DAX natürlich jetzt wieder richtig die Hände an den Eiern. Kann da auch ordentlich zudrücken, ne? So ein schönes Aufwärtsgap rein und mal eine 100-Punkte-Kerze nach oben. Und er hat das Geld, das wird ihm zugeschmissen ohne Ende, weil dann alle aus ihren Positionen rausgeschmissen werden oder aus ihren Positionen rausfliegen oder ihre Position rausschmeißen müssen. Halt, egal wie rum man es dreht. Da muss er nicht viel machen, um jetzt hier nochmal richtig in die Wunde reinzudrücken. Reicht ein 40-Punkte-Aufwärtsgap reicht vollkommen aus. Und hier brennt bei einigen richtig der Baum halt, ne? Sie sehen, dass da oben bei mir der Pfeil an der 460, der geht noch hoch bis 570. Das ist durchaus erreichbar. Bisschen im Blick haben müssen wir eine 485. Das ist, ich hatte es hier vorhin schon mal kurz angelegt. Das ist hier so in etwa, wenn wir das mal so hier 480, 13,480, das ist so in etwa 100% der Aufwärtsbewegung. Da hatten wir gestern drüber gesprochen. Ne? Wir hatten gestern drüber gesprochen, dass der DAX jetzt eigentlich schön runterfallen könnte, dass er ein schönes Abwärtsgap sogar bringen könnte, ein schönes Island Gap bauen könnte und so weiter und so fort. Pustekuchen hat er nicht gemacht. Aufwärtsgap und hoch. Und da hat man schon gesagt, dass wenn sich der DAX jetzt nochmal hochdreht, wird es schon eher komisch. Auch wenn er über 300 geht, wird es schon eher komisch, weil er dann einfach Potenziale nach oben rauskriegt und dann würde er sich an der Bewegungswelle orientieren und könnte noch mal so eine reinstellen und wie gesagt, deren Kursziel wäre dann eben bei 13,480 zu suchen. Ja, also dort sollte man mal kurz hingucken, hackt den dort nämlich von, also hackt den DAX von dort deutlicher weg. Eine fette rote Stundenkerze auch, kann es durchaus sein, dass wir dann erstmal wieder eine größere Korrektur sehen, die dann bis 13.300 gehen dürfte. Ja, also das muss man ein bisschen im Blick haben. Ansonsten ist alles, was jetzt über 4.50, 4.40 hier drüber geht, dann erstmal long Richtung 13.570. Da hat er noch den Platz. Das kann er sich jetzt nehmen. Ist dann halt so halt, ne? Also schön finde ich das jetzt auch nicht. Hätte den eher hier unten raus nochmal gesehen, quasi das als Impulsträger mit dem neuen Tief, nachdem ja hier ein neues Hoch war, Impuls geben, dann eben tieferes Hoch mal bauen und wieder abkippen, haben wir nicht bekommen halt, ne? Und da den ganzen Tag alle nur Short drin hängen, wird er nicht drum rumkommen, damit wir nochmal drüber zu schlagen, um die alle rauszuboxen halt, ne? Also das ist so leichtes Geld für den. Ja, die ganzen Stops, die dann da ploppen, das ist so easy money. Also, sie wird schon denken, dass er sich noch holt. Ansonsten ist natürlich der Trigger jetzt hier von 13.300, das ist auf jeden Fall ausreichend. Ja, der ist jetzt hier auch fast an der Pfeilspitze, das ist okay. Und damit ist das gut so. Da brauchen wir hier gar nicht länger drüber sprechen. Wir können auch kurz in den Tagesschart reingucken. Da ist eine fette, lange, grüne Tageskerze. Und da muss man jetzt echt aufpassen, weil das ist jetzt die harteste grüne Taxkerze seit ein paar Tagen, also seit Wochen. Auch wenn das davor ist mit Sicherheit auch unterseitig attraktiv war und eine gute Chance nach unten. Es war eine gute Chance nach unten halt, ne? Wahrscheinlich ist es dem DAX und den Leuten halt auch genau deswegen so leicht gefallen, jetzt hier nach oben mal durchzudrehen, weil er die Leute alle so überzeugt gegen sich hatte. Könnte ich mir gut vorstellen halt, ne? Gucken Sie mal, die ganzen letzten Tage, Wochen haben wir nicht so eine Kerze gesehen halt, ne? Da, glaube ich, hat er genug
Futter auf der Shortseite einfach vor die Füße geworfen gekriegt, dass es sich das unbedingt holen muss. Das ging ja schon am Freitag los. Am Freitag waren schon alle ultra short gewesen. Da hat das Sentiment schon gestöhnt und das hat den ganzen Tag eigentlich schon immer wieder auf die minus 50, minus 50. Boah, das war hardcore. Okay, also das in dem Sinne eine klare Vorlage, richtig oben mal zu eskalieren. Sie sehen es hier im Tageschart, ist die Vorlage sogar Richtung Allzeithoch. Es ist, wenn man die Tageskerze mal hier ein bisschen ins Verhältnis setzt, ein Tagesmarsch, der da oben bis zum Allzeithoch fehlt. Und dementsprechend sollte man auch Vernunft walten lassen, wenn der DAX da eben oben drüber steigt jetzt, dass man nicht aller 10 Punkte denkt, der fällt jetzt, der fällt jetzt, der fällt jetzt. Nein, der steigt dann wahrscheinlich erstmal einfach weiter. Ne, also da sollte man schon ein bisschen achtsam sein, gegebenenfalls einfach Short mal kurz rausnehmen. Und wenn dann irgendwann lange rote, fette Katzen kommen, dann kann man es doch nochmal probieren halt. Ne? Aber hier sollte man jetzt oberseitig einfach ein bisschen Bewegungs Spielraum einplanen. Ja, wir haben aus dem Bereich um 13.400 immer wieder Abwärtsbewegung gesehen. Wir gucken auch gleich hinten Verfall, da spricht auch was für die 13.400. Aber trotzdem, wenn da drüber geht, Verfallstag hin oder her und alles andere auch, aufpassen halt. Ne? Das bringt nichts, wenn Sie in toten Überzeugung sterben, in dem Moment, wo es vielleicht auch einfach hilft, mal kurz die Seitenlinie zu wählen. Und später wieder hinzuzusteigen halt. Ne? Das steht doch jedem zu. Okay, dann hätten wir darüber gesprochen, dann würde ich dir bitte kurz nachgehen und hier mal in die Optionen. Ich habe mir das schon. Nee, halt, das ist unsere Seite. Wo ist es hin? Mensch, hat's da X drauf gemacht. Hab ich das jetzt wieder zugemacht? Also, wir gehen. Na, können wir gleich mal von vorne mitmachen. Ich habe es jetzt zugemacht. Idiot. Schon vorher reingeguckt. Also, googeln einfach mal Eurex-Option DAX suchen. Erster Treffer. Zack. Reinwählen. Dann kommen wir hier auf die Seite. Ist jetzt neuerdings ein bisschen hübsch. Sah früher mal ein bisschen übersichtlich aus, finde ich. Aber ist jetzt halt modern. Und dann kommen wir auf die DAX-Option. Halt, ne? DAX-Option. O DAX steht hier. Also Option für DAX. Und wählen uns dort natürlich den Dezember-Kontrakt aus, gehen auf Call oder Put und sehen dort entsprechend, also wir sehen schon hier am Open Interest heißt die offenen Positionen, das was noch an offenen Kontrakten im Markt liegt, das ist für uns recht wichtig, weil wir davon ausgehen oder unterstellen, dass große Kontrakte nicht in den Gewinn gelassen werden, weil was passiert mit Kontrakten? Mit Optionskontrakten, die nicht im Gewinn sind, die verfallen wertlos. Das heißt, für die Emittenten oder für die Stillhalter vielmehr ist es hier entsprechend reizvoll, größere Positionen nicht in den Gewinn laufen zu lassen. Das funktioniert aber nicht immer, sage ich gleich dazu. Ich mache das auch nicht gerne hier. Ich mache es wirklich bloß, weil so viele nachgefragt haben. Das klappt nämlich so oft einfach in der Vergangenheit nicht mehr. Ich möchte Ihnen bloß mal das zeigen, wie Sie da selber drauf kommen, weil viele sich immer von woanders irgendwo die Diagramme holen und dann überhaupt nicht verstehen, was da eigentlich dahinter steht. Also wir können jetzt hier gucken, Call- und Put-Option. Call-Option heißt, die verdienen daran, wenn der Markt höher steht als das Niveau. Put-Option verdienen daran, wenn der Markt tiefer steht als das, als das Niveau. Wenn wir jetzt hier auf Put gehen, sehen wir dann hier quasi die Strike Price, also die Basislevel, die wir kaufen können. Jetzt habe ich vergessen, auf was wir geklickt haben. Wir haben auf Put geklickt, glaube ich, ne? Klicken jetzt auf Put und sehen damit jetzt alle die Position, Kontrakte, Basiswert, also die ganzen Optionen, die jetzt hier verfallen. Wenn ich also einen Put 12.900 habe, beispielsweise, ist der jetzt für mich uninteressant, weil der DAX steht drüber, das heißt, der verfällt eh wertlos. Ist hier aber eine größere Position, könnte man dann sagen, okay, dann versucht vielleicht noch einer seine Position ins Trockene zu holen. Und dann müssen wir mal gucken, wo hier die größeren Positionen sind. Hier die ganz rechte Spalte sind die offenen Kontrakte. Also das Open Interest quasi. Und da sehen wir hier eine 13.200er Position, eine Push-Position bei 13.200. Kann also sein, dass der DAX die nicht ins Geld lässt und deswegen immer über 13.200 wieder nach oben zieht. Ja, das könnte man jetzt hier herleiten. Viel wichtiger ist aber vielleicht die hier, die 13.000er Position mit knapp 29.000 offenen Kontrakten. Das ist schon wesentlich mehr vom Volumen. Und jetzt könnte man quasi aus dieser Open Interest-Analyse herauslesen, dass der Markt versuchen wird, diese Bereiche nach oben zu verteidigen, nicht drüber zu gehen, weil nicht runter zu fallen, so rum, weil in dem Moment, wo der Markt drüber schließt und wenn es nur 13.210 ist oder abrechnet, würden die alle wertlos verfallen. Die würden wertlos verfallen, die würden wertlos verfallen und dann geht das alles in die Stillhalterkasse hier mehr oder weniger halt. Ne? Also, das
zu dem Put. Das heißt, unten ist immer gedeckt bei 13.200. Alles darüber ist eigentlich egal. Das ist alles nur Kleinkrams hier. Also, das ist die letzten, die gehen ja bei 13.600 raus. Das ist alles Mini-Pups hier. Deswegen bewegt keiner den Markt. So also 10, 20, 30.000er Positionen, die sind schon bewegender. Und dann gucken wir noch auf die Call-Seite. Da ist es das genaue Gegenteil. Ne, diese Optionen gehen im Geld raus an die Kunden, wenn der Markt drüber schließt. Das heißt, hier wäre ein Interesse da, dass der Markt runtergelassen wird. Da fällt uns auf eine 13.000er Position und da geht es hier, das sind schon ganz gut welche drin. Da haben wir bei 13.400 eine, bei 13.200, die 13.200 deckt sich ein bisschen mit dem Put, auch das deckt sich ein bisschen mit dem Put und damit hätten wir hier jetzt quasi eine Position, wo der Markt versuchen könnte, drunter zu bleiben, unter der 13.400 bis Freitag, damit die eben nicht im Geld abrechnen am Ende und wertlos verfallen. Weil alles, was tiefer ist als die Basispreise hier, das verfällt dann. Wenn der Markt unter 13.350 wäre, abschließen würde am Freitag 13 Uhr, würde auch die wertlos verfallen. Schließt unter 13.300, würde auch die wertlos verfallen. Aber ihr seht schon, das ist nicht viel und auch das hier 12.000, das ist keine Welt und gerade bei den Call-Optionen muss man da echt aufpassen. Da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen, wie zum Beispiel die hier. Die wird ja auch im Gewinn rausgelassen. Von daher. Ich gebe da echt einfach nicht mehr viel drauf, weil das viel zu oft nicht klappt halt. Ne? Aber das Interesse ist immer wieder da. Die Leute wollen das erklärt haben, wo ist denn der DAX zum Verfall hin? Und wenn man es wirklich nach reinen Optionen geht, müsste man sagen, der muss zur 13.000 zum Freitag. Muss zur 13.000 zum Freitag, weil dort, umso näher der da dran ist, verfallen die alle. Und die ganzen Puts relativ nah und ohne große Aufschläge halt. Ne? Also. Das wäre herzuleiten halt. Nicht über 13.400, relativ knapp vielleicht an der 13.200, irgendwie so in dem Bereich. Das wäre quasi der Abrechnungsbereich, der optimal wäre für den Freitagsverfall. Aber ihr werdet merken, das geht nicht immer so auf. Manchmal rennt der DAX auch, obwohl es keinen Sinn macht, dann trotzdem bis oben hin, bis zum Freitag, bis zum Verfall, noch bis zur letzten Minute nur nach oben, um dann nochmal nach unten zu drehen. Ja, ich wollte euch bloß mal gezeigt haben, wo ihr das findet. Man kann jetzt für sich rausnehmen, dass die 13.400 aus Verfallssicht wichtig ist, die 13.200 aus Verfallssicht und die 13.000 aus Verfallssicht wichtig und könne damit jetzt hingehen und sagen, okay, gut, ich beobachte mal die Level. Die 13.200 wurde brutal verteidigt am Dienstag, 13.000 am Freitag gezielt angelaufen. Also man hat nochmal Geld in die Hand genommen, um den DAX dahin zu schieben, von dort aber gut weg, rüber. 13.200, jetzt an die 13.400 ran. Von der 13.400 wird das schon über Wochen immer wieder nach unten gehalten. Könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, vielleicht knickt er jetzt von 13.400 wieder runter Richtung 13.200. Zwischenziel wäre dann 13.300. So könnte man rangehen. Aber trotzdem, macht da vorsichtig. Guckt lieber ein bisschen auf die Kerzen. Bringt da euch rote Stundenkerzen hier jetzt von der 13.400 weg. Drückt es schön nach unten. Vielleicht nochmal von 4,60 oder eben von der 4,80. Schöne rote Stundenkerzen nach unten. Dann packt dann Short rein. Stop-Loss drüber. Das ist okay. Aber solange der so stabil und grün nach oben treibt, sind es eher Long-Chancen. Ja, das muss man ja ganz klar so sagen. Ne? Und dann nützt es auch nichts, wenn ich am Tagesende dann dastehe und sage, oh mein Gott, das ist ja, der ist ja nur gestiegen, das war ja so einfach. Versucht euch dahingehend im Griff zu halten, dass ihr zumindest, wenn ihr merkt, ihr kriegt es nicht in den Kopf, dass ihr dann nicht dagegen handelt. Ja? Man muss es nicht hinkriegen, dass man jedes so eine Bewegung immer kommen sieht und immer gut in die Finger kriegt. Aber man sollte zumindest, wenn man merkt, dass es nicht läuft, die Finger rausnehmen. Das muss man trainieren und das kann man trainieren und das kriegt man auch hin. Dass man jede Bewegung kommen sieht und immer richtig im Kopf so gedreht ist, das kriegt man auch nicht. Das ist mir auch nicht gelungen. Ist mir auch nicht gelungen zum Dienstag jetzt. Wir haben auch unsere Elisa, haben wir gesagt, nein, wir wollen über 13.300, nicht, dass du long gehst. Es hätte super geklappt, ja. Haben wir gesperrt, die hat uns ein Long-Signal gegeben. So und so recht gute Signallage die letzten Tage und Wochen. Aber ja, gut, okay. Ja, dann würde ich jetzt hier zumachen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das mal ein bisschen einen kleinen Lichtblick nochmal gegeben wegen den Optionen. Und ansonsten,
Donnerstage sind immer die Tage, die am meisten Bewegung vorm Verfallstag bringen. Es ist eigentlich unüblich, dass er Montag, Dienstag schon zu viel macht. Normal sind es immer die Donnerstage, die sehr auffällig und unnachvollziehbare Bewegung machen oder zumindest enorm wirken. Da kommt meistens noch irgendwie EZB oder FED oder sowas mit dazu. Das passt dann wieder wie die Faust aufs Auge, sodass man meinen könnte, die FED oder wer auch immer drückt den Markt noch zum Verfall zurecht. Die Woche ist noch nicht vorbei. Also schreibt es noch nicht ab. Da ist noch alles drin. Da ist auch noch viel drin. Viel Bewegung steht noch voraus. Große Verfallswochen, die haben immer ein bisschen Wohler. Das haben wir schon am Freitag gesagt. Ne, dass hier, nee, am Donnerstag hat man sogar schon drüber gesprochen, ne, dass hier langsam wieder ein bisschen mehr Bewegung reinkommen dürfte, insbesondere zum Verfall. Jetzt sind wir einmal komplett aus der Range rausgerannt, einmal von unten nach oben komplett durch. Das, wofür wir 4 Wochen fast gebraucht haben, haben wir innerhalb von 2, 3 Tagen abgearbeitet. Das ist auch nicht leicht für alle, die sich jetzt in den letzten 3, 4 Wochen hier so ein bisschen dran gewöhnt haben, wo schon so ein bisschen Übermut vielleicht eingesetzt hat, weil das, was bis jetzt immer gemacht wurde, die letzten 3, 4 Wochen und was dort gut geklappt hat, plötzlich nicht mehr klappt. Das ist typisch. Aber das ist halt so, die Börse verändert sich immer wieder. Man hat immer wieder Phasenwechsel. Seitwärts, Trendphase, seitwärts, Trendphase. Es wechselt sich immer wieder ab. Das muss man sensibel sein, muss man aufpassen. Und entsprechend seine Risiken begrenzen, damit man dann nicht in der neuen Phase voll auf die Fresse kriegt. Okay, ich mache hier einen Cut. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Mittwoch und guck mal, was hier kommt. Also, der ist, wie gesagt, die 480 bisschen im Blick behalten. Ansonsten ist alles über 460 Long Richtung 570, 600 und dann auch 13.800. Und kriegt mir hier rote Stundenkerzen rein. Lasst den ruhig mal auf 13.300 zurückkommen. Das wäre legitim. 13.320, 13.300. Das wäre jetzt Rücklaufbereich von oben kommt. Okay? Dann, ich mache aus. Viel Erfolg. Bis morgen. Tschüss.